Florian Silbereisen, Beatrice Egli verliebt? Hier die eindeutigen Fotos. Sie sind die wohl begehrtesten Singles in der Schlagerbranche, Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Offiziell sind die beiden nicht liiert, weder miteinander noch mit anderen Partner, dennoch kochen immer wieder heiße Liebesgerüchte auf. Ein Zeichen dafür, dass sie doch eigentlich ein gutes Paar abgeben würden. Beide erfolgreich, beide gut aussehend, die Kombination wäre der Hammer. Neue Fotos von einem gemeinsamen Auftritt lässt Fans wieder hoffen, so nah sind sich die beiden noch nie gekommen. Schon lange wird spekuliert, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Paar sind. Doch sie dementieren vehement. Sie wären nur gute Freunde und sogar auf der Bühne haben sie sich bereits über die immer wieder aufkommenden Gerüchte lustig gemacht. Fakt ist, die beiden würden ein tolles Schlagerpaar abgeben. Sie sind jung, erfolgreich, sexy und vor allem scheinen sie sich super zu verstehen. Das zeigen auch neue Fotos der beiden von einem Auftritt bei Der große Schlagerabschied. So nah sind sie sich noch nie gekommen. Beim gemeinsamen Duett schmiegen sie sich aneinander, schauen sich tief in die Augen, halten sich an den Händen. Diese Nähe kennen wir von Paaren wie zum Beispiel Stefan Meross und Anna-Karina Wojcik, Marina Marx und Carsten Walter oder auch Matthias Reim und Kristin Stark. Aber die sind eben auch privat liiert. Florian Silbereisen und Beatrice Egli nicht. Dass Florian und Beatrice gut zueinander passen würden, fällt auch Kollegen auf. Hein Simons sagte mal in einem Interview zur Freizeitrevue, kann sein, dass sie sein Typ ist. Sie ist in jedem Fall ein nettes Mädchen und sieht vernünftig aus. Ob die beiden wirklich ein Paar sind, wissen wahrscheinlich nur sie selbst. Die Schlagerwelt würde sich jedenfalls nach der Trennung von Stefan Meross und Anna-Karina Wojcik sehr über ein neues Schlager-Traumpaar freuen.